Super Idee, endlich die Arterien zu reinigen. Und beginnen Sie jetzt mit diesen kleinen Tipps Ihre herzgesunde Ernährung. Jetzt wissen Sie, was Saftkuren, bestimmte tolle Lebensmittel und viel beworbene Nahrungsergänzungsmittel für Sie wirklich bringen. Es gibt verschiedene Behandlungsmöglichkeiten, um das Fortschreiten der Atherosklerose zu verlangsamen oder zu stoppen, wie zum Beispiel eine gesunde Ernährung, regelmäßige Bewegung, Rauchverzicht und die Einnahme auch von Medikamenten. Es gibt jedoch, und das ist ganz wichtig, es gibt jedoch keine wissenschaftlichen Beweise dafür, dass man Atherosklerose vollständig rückgängig machen kann. Also das heißt, verkalkte Arterien vollständig wieder reinigen, sauber machen. Ich weiß, jetzt habe ich quasi gleich den Zahn gezogen. Es wird nämlich immer wieder behauptet, mit Mitteln wie zum Beispiel Säften aus Ingwer, aus Knoblauch, aus Apfelessig etc. etc., dass man damit Arterien reinigen kann. Ja, diese Lebensmittel sind wichtig für eine herzgesunde Ernährung. Absolut empfehlenswert, empfehle ich auch, nehme ich auch deswegen. Aber nein, diese reinigen keine verkalkten und zugestopften Arterien und erst recht nicht irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel. Trotzdem, was kann helfen? Worauf sollten Sie achten? Darum geht es jetzt im Video. Hallo, mein Name ist Dr. Tobias Weigel. Mit meinem YouTube-Kanal möchte ich einen Beitrag leisten, medizinisch, verständlich und korrekt aufzuklären über Erkrankungen, Ursachen dieser Erkrankung, auch was wir selber dagegen tun können. Stichwort Ernährung. Ernährung hat einen sehr großen Einfluss. Und wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, dann gerne abonnieren Sie jetzt meinen Kanal. Generell, und darauf sollten Sie achten, wichtig sind Lebensmittel mit den folgenden Eigenschaften. Entzündungshemmend, cholesterinsenkend. Das sollten die Lebensmittel sein. Und da ist streng genommen keine gesunden und keine ungesunden Lebensmittel gibt, sondern entscheidend ist das Ernährungsmuster, bedeutet das für Sie, versteifen Sie sich nicht auf einzelne Lebensmittel, täglich immer nur Ingwer zu essen, sondern quasi auf einen Lebensmittelkorb. Und hier ist ja jetzt auch nicht Schluss, sondern selbst eine sogenannte adernfreundliche Ernährung ist nichts ohne weitere Aspekte, wie zum Beispiel Bewegung, nämlich 2 bis 3 Mal pro Woche 30 bis 45 Minuten moderate Belastung. Das ist die Empfehlung. Auch Stressreduktion und ausreichend Schlaf, wenig Alkohol, Schluss mit der Kippe, all das gemeinsam und dann eine gesunde, herzgesunde Ernährung. Das ist wichtig, um die Arterien quasi sauber zu halten. Und vor allem ganz wichtig, kein Bluthochdruck. Und reduzieren Sie hohe LDL-Cholesterinwerte. Man sagt so ab 150 Milligramm pro Deziliter oder je nach individuellen Risikoprofil noch früher. Und Nahrungsergänzungsmittel? Dazu sage ich gleich auch noch was Interessantes. Trotzdem, auch wenn Sie alles von dem machen, was ich gerade gesagt habe, es gibt keine wissenschaftlichen Beweise dafür, dass man, egal wie, egal mit welchen ganzen Maßnahmen, dass man Atherosklerose vollständig rückgängig machen kann. Betonung auf vollständig, denn ein bisschen was geht wahrscheinlich schon und das kann ja schon gut sein. Trotzdem ist es daher natürlich unseriös und ist auch irreführend, wenn so etwas behauptet wird. Und leider wird das viel behauptet, wie man hier zum Beispiel sieht. Das passiert bei Arteriosklerose. Arteriosklerose ist eine chronische Erkrankung, bei der sich Ablagerungen in den Gefäßwänden bilden. Und diese Ablagerungen, die verengen die Gefäße dann und erschweren den Blutfluss mit weitreichenden Konsequenzen für unseren Körper. Besonders die Herzkranzgefäße, also die Arterien, die das Herz mit Blut versorgen, sind davon betroffen, können ein Problem geben, wenn die betroffen sind. Und das führt nämlich dazu, dass wenn diese Arterien verkalken und dann auch verengen, Teile des Herzens nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt werden. Und das führt dann zum bekannten Herzinfarkt. Jeder dieser Plaques kann sich losreißen und im Zweifelsfall einen Herzinfarkt auslösen oder zum Beispiel auch einen Schlaganfall. Eine Atherosklerose bildet sich oft über Jahrzehnte aus. Die kommt also nicht von heute auf morgen. Das heißt quasi, wenn man das mit 60, 70 feststellt, ist es im Prinzip die Folge, die Lebensfolge von den 30 Jahren davor, wo man vielleicht noch jung, frisch und kraftvoll war, aber da hat man schon angefangen, im Prinzip langsam dafür zu sorgen, dass sich so eine Arteriosklerose, das heißt, dass sich verstopfte Arterien entwickeln. So, und jetzt in eigener Sache, Aufklärung ist ganz wichtig und ich erkläre ja gerade mit dem Video auch die Bedeutung unserer Ernährung. Und deswegen gibt es auch meine verschiedenen Ratgeber, die unabhängig sind, die korrekt sind, das heißt studienbasiert. Und da erkläre ich nämlich, welche Rolle Mikronährstoffe, Makronährstoffe haben, zum Beispiel für eine herzgesunde Ernährung.
Oder auch dieser Ratgeber, mein neuester Ratgeber zum Thema gesunde Lebensmittel. Wie sieht ein gesundes, herzgesundes Ernährungsmuster aus? Wenn das interessiert, gerne einmal in meinen Shop schauen. Verstopfte Arterien im Herz. Also, ich hatte es gerade schon hier erklärt. Gerade wenn die Herzkranzgefäße verstopfen, ist das natürlich ein großes Problem. Denn dann wird unser Herz nicht mehr mit ausreichend Sauerstoff versorgt. Weil die quasi so wichtig sind und eine Verstopfung dort zum berüchtigten Herzinfarkt führt, haben diese verstopften Herzarterien nämlich einen speziellen Namen bekommen. Und den haben Sie vielleicht schon mal gehört, im Arztbrief gelesen, nämlich koronare Herzkrankheit. Das ist die KHK. Egal ob jetzt bei einer KHK, also bei verstopften Herzkranzgefäßen, speziell hier am Herzen, oder bei Arterien bei uns sonst im Rest des Körpers, es bilden sich Nester aus Cholesterin oder anderen Fetten in den Gefäßwänden. Auslöser dafür sind vor allem Übergewicht, zu wenig Bewegung, insbesondere ungesunde Ernährung und dann die weiteren Klassiker wieder Rauchen, Diabetes, Bluthochdruck. Dadurch bilden sich also, wie gesagt, diese Nester an den Gefäßwänden, die sogenannten Plaques. Deswegen diese Risikofaktoren reduzieren. Und das haben Sie auch absolut ja selbst in der Hand. Und durch diese Nester, durch diese Plaques quasi an den Gefäßen, sinkt die Elastizität der Blutgefäße und es bildet sich ein Engpass, der den Blutfluss verhindert. Das erkläre ich immer so wie ein Gartenschlauch. So sind die Gefäße hier, die Arterien hier am Herzen, Rest des Körpers, stellen Sie sich das vor wie ein Gartenschlauch. Und wenn in diesem Gartenschlauch sich dann hier so Plaques bilden, durch Cholesterin, durch Verletzung des Gartenschlauchs, dann verstopft der so langsam. Und dann bleibt vielleicht irgendwann mal an dieser Verstopfung was hängen. Stellen Sie sich das vielleicht auch vor wie so ein Fluss. Dann bleibt auf einmal an diesem Fluss, der da so ein bisschen, oder so ein Bach, dann bleibt auf einmal ein Ast hängen und dann bleiben noch mehr kleine Äste hängen und irgendwann staut sich es sozusagen völlig zu und dann fließt nichts mehr durch. Und das ist sozusagen das Problem, das bei Arteriosklerose entsteht. Also durch diese Nester sinkt die Elastizität der Blutgefäße, sozusagen des Gartenschlauchs, und es bildet sich halt ein Engpass, der den Blutdurchfluss verhindert. Das Blut wird allerdings natürlich dringend benötigt, logisch, denn im Blut transportiert der Körper Sauerstoff und lebenswichtige Nährstoffe. Und wenn unser Gehirn 10 Minuten lang keinen Sauerstoff mehr bekommt, dann wird es sozusagen irreversibel zerstört. Also Arteriosklerose ist ganz wichtig und das kann halt dann dazu führen, dass die Organe letztlich nicht mehr genug Sauerstoff erhalten, um optimal zu funktionieren. Es kann ja erstmal nur so die Hälfte durchfließen, muss ja nicht gleich völlig verstopft sein. Das kann zum Beispiel beim Herzen zu einer Herzschwäche führen, Herzinsuffizienz. Das sind sozusagen Vorboten, können das auch sein, von einem später dann folgenden Herzinfarkt, wenn dann sozusagen das Gefäß komplett verstopft ist. Also, das ist ganz wichtig einmal zu verstehen und daher ist es natürlich auch wichtig, erstens, wie kann man das präventiv vermeiden und natürlich auch immer Arterien wieder reinigen, wenn man die Nachricht bekommen hat, man hat eine koronare Herzkrankheit, man hat verstopfte Arterien, was kann man natürlich nun tun? Wie lässt sich Plaque entfernen? Und das ist also die entscheidende Frage jetzt, die schlechte Nachricht jetzt gleich mal vorweg. Und damit auch schon einmal den Zahn gezogen, auch den Zahn gezogen von Pseudoversprechen, von Pseudo-Gesundheitsexperten. Und die gibt es leider viele, gerade im Internet. Trotzdem aber jetzt dranbleiben und ich sage Ihnen gleich, was Sie wirklich tun können und wie Sie sich auch schützen können. Aber Arteriosklerose kann nicht vollständig im gesamten Körper einfach umgekehrt werden. Vor allem nicht nachweislich verschlossene. Wenn man die Arterien reinigen, also die Plaques entfernen will, kann man diese mechanisch abtragen. Dabei löst man aber eben nicht nur eine Kruste von der inneren Oberfläche, hatte ich ja gerade erklärt, kann man sich ja so vorstellen, der Schlauch hier und dann ist hier so, da ist man die Kruste da löst. Man trägt auch immer Zellen aus dem Inneren des Blutgefäßes ab. Und diese Wunde verheilt zwar, wie neu wird die Arterie aber dadurch natürlich nicht. Man könnte auch versuchen, neben dieser mechanischen Entfernung den Körper zu veranlassen, die Schaumzellen samt Einlagerung aufzulösen. Schaumzellen sind sozusagen diese Zellen, die diese Plaques hier machen. Je frischer die Plaques sind, also je weniger Kalk und auch Co. sich dort schon befinden, desto einfacher sollte das gehen, theoretisch jedenfalls. Seit die Medizin von diesen Plaques weiß, gab es aber keinen belastbaren Nachweis, dass das mit irgendeinem Mittel funktioniert. Also nochmal, wir können nicht wie mit der Seife unsere Hände waschen und so auch quasi die Gefäße reinigen. Statine, also Medikamente, haben eine gewisse plaque-reduzierende Wirkung, aber die reicht nicht, um von einer Reinigung der Arterie sprechen zu können. Statine nimmt man typischerweise beim erhöhten LDL-Cholesterin. Allerdings tauchen auch immer wieder einzelne Studien auf, die für bestimmte Patientengruppen und auch bestimmte Stoffe, zum Beispiel Folsäure,
hochdosiertes B-Vitamin oder auch andere Supplements eine Abnahme der Gefäßwanddicke ermittelt haben. Das heißt, ein bisschen Reinigung der Gefäße. Einige dieser Studien sind aber über 20 Jahre alt. In dieser Studie hier schrumpft die Ablagerung deutlich um bis zu 20%. Und das kann schon entscheidend sein, wenn es natürlich um die Versorgung mit ausreichend sauerstoffreichem Blut geht. Es kann sich also doch lohnen, nachträglich, wenn man schon eine Verkalkung hat, die Ernährung noch umzustellen. Denn die 20% mehr Durchfluss sind in fortgeschrittenem Stadium ein riesengroßer Vorteil. Die Arterien werden nicht mehr so frisch, wie wenn man 10 Jahre alt war, 20 oder 30, aber vielleicht gehen sie nicht ganz zu. Das ist ja wichtig. Trotzdem, und das muss man auch wieder sagen, bis heute hat sich daraus kein mehr als medikamenttaugliches Adernputzmittel irgendwie entwickeln lassen. Das hätten natürlich alle gerne gemacht, die Ärzte, die Industrie. Stattdessen werden im Krankheitsfall Gefäße durch Ballondilatation geweitet oder während einer Arterektomie mechanisch gereinigt, hatte ich gerade erklärt mit der Mechanik. Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln zitieren natürlich diese Studien trotzdem gern, um natürlich die Wirksamkeit ihrer Produkte zu belegen, logisch. Aber erstes Zwischenfazit an dieser Stelle. Es gibt keine Medikamente, es gibt keine Wundermittel oder Ernährungsgewohnheiten, die die schon bestehenden Plaques vollständig auflösen können. Wie soll das auch letztlich gehen? Soll der Kalk von den Gefäßen abgehen, dann kann es ja zu Trompen kommen, das will man natürlich auch nicht. Oder soll sich der Kalk verdünnflüssigen oder gar in Luft auflösen? Das ist also Unfug, wenn man da mal weiterdenkt. Insofern sind also alle Werbeversprechen in diesem Bereich leider falsch. Arterien reinigen oder was anderes tun. Ein Gutes haben aber all die Studien in Sachen Ernährung und Arteriosklerose allerdings. Sie haben einige Ansatzpunkte gefunden, wie man neben einem generell gesunden Lebensstil, und da hatte ich ganz am Anfang des Videos die wichtigen Punkte genannt, durch passende Nahrungsmittel Arteriosklerose vorbeugen, also präventiv handeln kann und die Entstehung von Plaques bremsen kann, das Fortschreiten verlangsamen kann. Und zwar, jetzt wird es wichtig für Sie, bei der Auswahl der Nahrungsmittel sollten Sie als erstes auf den Zucker und auf den Fettgehalt schauen. Und gerade Fett ist nicht gleich Fett, da geht es um die schlechten Fette, die gesättigten Fettsäuren. Spezielle Saftkuren, Detoxkuren führen nicht zu gereinigten Adern. Das ist Humbug und wissenschaftlich nicht bewiesen, habe ich ja jetzt mehrmals gesagt. Aber bei den freien Zuckern gilt, Industriezucker, so wenig wie möglich, genau genommen, kommt man auch ja ganz ohne Zucker aus. Fett hingegen brauchen wir, gutes Fett, allerdings nur wenig und am besten zu einem großen Teil aus pflanzlichen Quellen. Ungesättigte Fettsäuren, das sind die guten. Speziell ein gutes Verhältnis Omega-3-Fettsäuren zu Omega-6-Fettsäuren. Das wirkt herzprotektiv. Hier habe ich einmal eine Übersicht erstellt. Eine Übersicht von Omega-3-fettsäurehaltigen Lebensmitteln. Schauen Sie sich die einmal an. Und da sehen Sie, was hat viel Omega-3-Fettsäuren. Fisch zum Beispiel spielen eine entscheidende Rolle bei der Erhaltung der Herzgesundheit. Und noch einmal auch zurückdenken, es gibt letztlich keine gesunden und ungesunden Lebensmittel, sondern das Ernährungsmuster muss gesund sein. Forschungsergebnisse wie diese hier deuten darauf hin, dass eine Ernährung, die reich an Omega-3-Fettsäuren ist, dazu beitragen kann, das Risiko von Herzerkrankungen wirklich zu senken, indem sie Entzündungen reduziert, die Funktion der Blutgefäße verbessert, ungesunde Cholesterinwerte fördert. Und auch das habe ich ja ganz am Anfang gesagt. Achten Sie mit Ihrer Ernährung darauf, dass sie entzündungsreduzierend hemmend ist und dass sie cholesterinsenkend ist. Denn das ist wichtig. Und fetter Fisch zum Beispiel macht das und ist deswegen eine ausgezeichnete Ergänzung bzw. Teil einer ausgewogenen Ernährung, die darauf abzielt, das kardiovaskuläre Wohlbefinden zu erhalten. Und gerade deswegen empfiehlt man ja auch eine mediterrane Ernährung. Auch wichtig sind sekundäre Pflanzenstoffe, vor allem Flavonoide aus Obst, aus Gemüse. Die können ebenfalls den Prozess der Arteriosklerose bremsen. Und auch alles andere, was sich regulierend auf den Cholesterinspiegel im Blut auswirkt, hilft bei der Vorbeugung oder Verlangsamung von Arteriosklerose. Stichwort auch Pektin, zum Beispiel im Apfel drin, Grapefruit, Granatapfel, all diese Wirkungen, die Ballaststoffe aus Leinsamen, Hafer, Hülsenfrüchte, die gelten als günstig für die Blutfette und auch Knoblauch, Ingwer, Artischocken, die gehören auf die Liste einer herzgesunden Ernährung. Aber und nochmal möchte ich das sagen, weil es so wichtig ist, sie reinigen nicht die Gefäße, sondern sie verhindern bzw. reduzieren das Fortschreiten der Verkalkung.
Ich hoffe, dass ich das jetzt nachvollziehbar erklären konnte. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig zu wissen. Und deswegen wirklich Hände weg von Nahrungsergänzungsmitteln. Ernähren Sie sich lieber herzgesund. Beginnen Sie jetzt meinen Motivationsschub. Wollen Sie was ändern? Ab jetzt, dann ist eine Kombination aus einer fettarmen, vegetarischen oder fleischarmen Ernährung, man empfiehlt so 600 Gramm pro Woche Fleisch, mehr nicht, einer cholesterinsenkenden Ernährung bzw. cholesterinsenkenden Medikamente, wenn Sie erhöhten Cholesterin haben, das ist der beste Schutz vor Plaques. Trotzdem noch einmal, ganz wichtig an dieser Stelle, erstens, es gibt per se keine gesunden und keine ungesunden Lebensmittel. Kein Lebensmittel macht gesund, das heißt heilt oder löst eine Krankheit auf. Wenn Sie jeden Tag nur Äpfel essen, dann macht Sie das nicht gesund, sondern ist das genauso ungesund, wie wenn Sie täglich nur Pommes essen. Dann zweitens, viele Erkenntnisse, Studien, gerade auch darauf, wo Nahrungsergänzungsmittel drauf basieren, die basieren auf Tierversuchen und auf sehr hohen Dosierungen. Wenn wir die Lebensmittel dann essen, dann ist es viel komplexer und es gibt viele Einflussfaktoren, wie zum Beispiel Resorption der Nährstoffe, aktueller Stoffwechsel etc. etc. Deswegen, entscheidend ist ein dauerhaftes und ich sage es nochmal, ein arterienfreundliches Ernährungsmuster oder man könnte auch sagen, Essverhalten. Gerne schreiben Sie jetzt einmal auf, was Sie tun für Ihre Herzgesundheit, ob Sie bei Ihrer Ernährung darauf achten. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.